Streiks sind schlimmer als jeder Schneesturm. Der Unterschied ist, dass die sogenannte Naturkatastrophe Streik per Gesetz unterbunden werden könnte. Nun wird zum Angriff geblasen und die heutige Logik verfeinert. Das bedeutet Intelligenz. Splittergewerkschaften gelten von nun an als unseriös. Vorgesehen ist eine Gewerkschaft für alle Arbeiter. Das ist der Traum des Neoliberalismus. Alleine die Größe macht diese Gewerkschaft handlungsunfähig. Dadurch lernt der Mensch aus Erfahrung und hält am Ende den klassischen Arbeiterkampf für unsinnig. Bitte bedenken Sie, Klassenkampf ist Arbeitskampf. Daher ist aus der Sichtweise des Neoliberalismus bereits die Gewerkschaft absolut kommunistisch. Piloten gehören zur sogenannten systemrelevanten Angestelltengruppe innerhalb einer Fluggesellschaft. In den Medien wird ihr Einkommen von 6.000 bis 20.000 Euro angegeben. In der selektiven Wahrnehmung des Zuschauers bleibt allerdings lediglich das hohe Gehalt mit 20.000 Euro im Gedächtnis. Daraus assoziiert der Mensch, dass diese Gehaltsgruppe außerhalb des klassischen Arbeiterkampfes steht. Ihnen räumt nun der kleine Arbeiter mit niedrigem Gehalt aus moralischer Sicht bereits kein Streikrecht mehr ein. Und schon sind sie von der Politik und der Wirtschaft gebrieft. Sie sind einer Verschiebung der Realität aufgesessen. Streikt heute der kleine Metallarbeiter für 3% mehr Lohn, erhält auch der Prokurist mit einem Einkommen plus Provision zum Beispiel 20.000 Euro plus 3%. Es käme Ihnen allerdings nie in den Sinn, diese Gewerkschaft als Splittergewerkschaft zu verbieten und unter Verdi einzuordnen. Selbstverständlich können wir nun darüber diskutieren, warum ein Bus- oder Lokomotivführer nicht so viel verdient wie ein Pilot. Doch wir unterhalten uns hier allgemein über das Streikrecht. Jede Änderung des Streikrechts betrifft alle gemeinsam. Persönliche Empfindlichkeiten bezüglich des Gehaltes der jeweiligen Berufsgruppe sind daher irrelevant und gehören nicht in die Prinzipienbesprechung. Jeder abhängig Beschäftigte hat das Recht zu streiken. Eine Demokratie kann dies niemandem verbieten. Auch dann nicht, wenn man das Verkehrswesen als systemrelevant für die Wirtschaft ausruft. Streikrecht ist ein universelles Recht für jeden Arbeiter innerhalb des Kapitalismus. Klassendenken innerhalb der Arbeiterschaft darf sich nicht in die Gesetzbildung einer Demokratie auswirken. Wer hier Klassendenken anwendet, verfällt bereits der Logik des Neoliberalismus. Dieser vergisst den Menschen und sieht nur noch den sozialen Stand, woraus sich angeblich individuelle Bürgerrechte ableiten lassen, woraus am Ende eine Logik der Abstufung der Menschenrechte ergibt, die wir mittlerweile längst in unserer Gesellschaft kennen. Wer sich dieser Logik hingibt, beschneidet sich selbst durch ein neugeborenes Rechtsdenken um seine Rechte. In der heutigen Zeit sind Splittergewerkschaften daher notwendiger denn je. Sie zeigen den Massenmenschen die politisch gewollte Tätigkeit der überdimensional groß gewordenen Gewerkschaften wie Verdi auf. Deshalb sollen Splittergewerkschaften verboten werden. Der heute logisch denkende Mensch erkennt nicht mehr, dass die großen Gewerkschaften seine Interessen als Arbeiterstand nicht mehr zu Genüge vertreten, sondern folgert daraus, dass jeder genauso wie er um seine Rechte beschnitten werden soll. Das ist die neue Auffassung von Gerechtigkeit. So diktierte die Vernunft der Deutschen die Rente mit 67. Daraus resultiert das deutsche Gerechtigkeitsgefühl, alle in Europa, am besten auf der Welt, sollen mit 67 in Rente gehen. Weil er logischerweise die Rente mit 60 in anderen Ländern für ungerecht empfindet. Er würde sich auch niemals mehr für eine Rente mit 60 einsetzen, da er längst begriffen hat mit seinem unternehmerischen Denken, dass all das nicht zu finanzieren ist. Verdi ist aus dem Gedankengut vom Altmeister des Neoliberalismus Bertelsmann entstanden. Viele Menschen lassen sich nun mal schwerlich unter einen Hut bringen.
Deshalb entstand der Gedanke zu Verdi und den großen Gewerkschaften. Musterabschlüsse von kleinen Gewerkschaften wurden damit einfach eliminiert. Kleine Gewerkschaften konnten somit nicht mehr als Vorbild für den Klassenkampf der Masse fungieren. Die Willensbildung des Arbeiterindividuums findet dadurch ausschließlich nur noch kontrolliert und vernünftig innerhalb dieser riesigen Organisation statt. Und so konnte der Arbeiter zum denkenden Unternehmer umerzogen werden. Ein weiterer psychologischer Trick bestand darin, Gewerkschaftsbosse dieser riesen Arbeiterunternehmerschaft in die Vorstände der Aktiengesellschaften zu stecken. So wird selbst der integerste Gewerkschafter zum unternehmerischen Denker. Er versteht plötzlich, warum die Gewinne nicht schrumpfen dürfen und transportiert dieses neue, errungene Wissen als sein eigenes Wissen in die Belegschaft hinein. Daraus resultiert das heutige Wissen der Arbeiter, dass sie durch unangebrachte Forderungen niemals den Wohlstand ihrer Arbeitgeber angreifen dürfen. Dabei versteht man heute Gewinne als Betriebskosten zur Aufrechterhaltung der Produktion. Ein weiteres, heute gültiges Paradox für unsere Logik. Die Moral einer ganzen Nation hat sich dadurch über die Jahrzehnte hinweg gedreht. Der Arbeiter empfindet sich selber als schädlich im Unternehmen, als hoher Kostenfaktor. Er hält sich freiwillig klein und denkt trotzdem unternehmerisch. So schlussfolgert der heute intelligente und gebildete Mensch, wenn er über die Natur nachdenkt, dass die Natur besser bedient wäre, wenn der Mensch nicht vorhanden ist oder wenigstens in geringerer Anzahl. Deshalb erfüllen uns die Zahlen über den Anstieg der Weltbevölkerung mit so viel Angst. Wir sehen uns selbst als Bedrohung. Ein weiteres Paradox, das unsere Logik antreibt. Also denkt er gegen sich selber, als seine neue Moral und macht dies sogar zu seinem Gewissen. Leider hat er sich durch all sein aufgebautes Wissen, das er niemals kritisch überprüfte, in eine Situation hineinmanövriert, aus der er im Sinn des Rechtsstaates nie mehr herauskommen kann. Er streicht sich selbst aus fehlerhafter Bildung seine eigenen Bürgerrechte aus der Satzung seiner Demokratie. Plötzlich ist Streiken undemokratisch geworden, eben unmoralisch. Die fatalen Fehler, die wir heute als Fehler der Politik wahrnehmen, sind daher unsere eigenen Denkfehler, die wir der Politik irgendwann einmal diktierten, aus denen wir mit unserer angeeigneten Logik basierend auf Rechtswissenschaft längst nicht mehr herauskommen. Diese Logik, die uns zu all dem führte, was heute ist, ist nicht die Logik, die uns davon wieder befreit. So ist es in allen wahrgenommenen Auswirkungen, die wir heute als sehr negativ empfinden. Wir verweigern uns der Tatsache, dass diese Auswirkungen die Konsequenzen aus gut gemeinten Entscheidungen unserer Gesellschaft waren. Wir folgen ständig dem Leitfaden unserem eigenen Wohlstand, organisieren nach diesem Ziel Gruppen als Massen und versuchen dadurch, die persönlichen Ziele gegenüber der Gemeinschaft, die wir in dem Moment als Feind ansehen, durchzusetzen. Ohne wissen zu wollen, was Wohlstand tatsächlich ist, und vor allem, welche Auswirkung der Wohlstand des Einzelnen auf die Gemeinschaft hat. Dabei sehen wir die Wirtschaft als Schöpfer unseres Wohlstandes, nicht als Ausbeuter und Ursache all der vielen negativen Wirkungen, die wir heute eben erleben müssen. In unserem Kopf ist die Politik daran schuld, an all dem Übel. Wir erliegen der Illusion, unsere Politiker können an all dem etwas ändern oder überlegen, ob wir einen neuen Staat erfinden sollen oder sogar ohne Staat leben sollen. Letztendlich ist aus der Gemeinschaft längst das Wissen bzw. das Verständnis gewichen, was uns zu all diesen Denkfehlern, die wir heute als Logik betrachten, geführt hat. Es gab einmal eine Zeit in Deutschland und diese ist noch nicht allzu lang her. Da war die soziale Marktwirtschaft ein Konstrukt, das besagte, systemrelevante Unternehmen werden vom Staat geführt. Heute reden wir auch noch von sozialer Marktwirtschaft und empfinden jedes staatliche Unternehmen als schädlich für die soziale Marktwirtschaft.
Eigentlich ein Paradox. Sie haben daher eine andere Logik als Wahrheit für all Ihre Entscheidungen sich selbst zugrunde gelegt und vergessen, wie es dazu kam. Systemrelevante Unternehmen unter der Führung eines Staates schützen den kleinen Unternehmer vor dem harten Zugriff der Monopole, die sich sonst in einer freien Marktwirtschaft bilden. Das war der Kerngedanke dieser alten sozialen Marktwirtschaft. Im Laufe der Zeit fühlten sich allerdings die kleinen Unternehmer, die längst einen großen Teil des Marktes als Untermonopol dominierten, eingeschränkt in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit. Ihre Gewinnerwirtschaftung erfuhr Grenzen. Sie wollten mehr. Sie wollten die Gewinne der staatlichen Unternehmen und suggerierten, der Bürger bekäme günstigere Preise durch mehr Wettbewerb, also durch Privatisierung. Weil sein Wohlstand zu schwinden drohte, den er allerdings erhalten und wenn möglich ausbauen will. Das ist die Willensbildung, die uns immer weiter in unserer Logik vorantreibt. Eben unser Antrieb. Und anscheinend immer neue Wege zeigt. Die A-Logik trägt dadurch immer neue Früchte, die logisch erscheinen. So entwickelte sich das Bewusstsein zur heutigen sozialen Marktwirtschaft ohne staatliche Unternehmen und Vorschriften. Längst ist vergessen worden, woher der Wohlstand kam, der heute wieder zu schwinden droht. Manche Logiker glauben, ein Zurück in die Vergangenheit brächte Wohlstand zurück. Doch dazu müssen sie einen heute nicht mehr existierenden Wohlstand der Bevölkerung erst wegnehmen, um wieder den Zustand der Vergangenheit herstellen zu können, woraus sich dann wiederum Wohlstand angeblich schöpfen lässt. Da ein nicht mehr existierender Wohlstand nicht weggenommen werden kann, haben wir bereits ein Paradox, das als Faktum für die nächste Logik herangezogen wird. Und in alle logischen Entschlüsse für die Zukunft der heutigen Menschen einfließt. Man nennt dies tatsächlich Lernen aus der Vergangenheit. Aber in Wirklichkeit ist es ein Ausblenden aller Wahrheiten und so wird die Perfektion des Irrsinns zum Ziel der Menschheit. In der allgemeinen Rechnung des Staatsmenschen, also des Steuerzahlers, taucht allerdings nie auf, dass er nun durch Arbeitslosigkeit die privatwirtschaftlichen Gewinne der ehemaligen Staatsbetriebe aus seinem kleinen Einkommen finanzieren muss, während die Wirtschaft immer mehr von steuerlichen Belastungen befreit wird. Da die Unternehmerschaft bzw. die Wirtschaft sich mittlerweile als soziale Arbeitsbeschaffer darstellt. All das akzeptieren wir in unserem Bewusstsein als richtig und unterstützen damit unsere eigene Ausbeutung als alternativlose Lösung im Überlebenskampf des allgemeinen natürlichen Kapitalismus. Unsere Gesellschaft hat sich durch die neue Logik, die wir ungeprüft als richtig angenommen haben, bis in das kleinste Glied die Familie gespalten. Wir fordern immer mehr Leistung vom Staatswesen, damit jeder arbeiten kann, um Geld verdienen zu können, wie zum Beispiel Krippenplätze, Kindergärten und Altenpflege, die wir aufgrund unserer exzessiven wirtschaftlichen Tätigkeit als Arbeitnehmer nicht mehr pflegen können. Denn die Gewinne durch Einkommen reichen nicht aus, einen Teil der Familie für die Pflege bzw. der Kinder unfinanziert zu Hause zu lassen. Das ist wiederum eine Erfahrung, die unsere Logik weiterbringt. All das resultiert aus der wissenschaftlich falsch dargestellten Familienberechnung in den Jahren 1970 heraus. Die Leistung der Frau als Hausfrau galt als kostenlos. Emsige Wirtschaftswissenschaftler resultierten daraus die Wahrheit, dass durch die Berufstätigkeit der Frau neue Märkte erschlossen werden können. Diese Theorie galt so lange als bestätigt, wie die erste Generation der berufstätigen Frauen ihre Kinder noch bei den Großmüttern als Hausfrauen unterbringen konnten. Krippenplätze standen damals nicht zur Debatte. In der nächsten Generation fällt allerdings diese kostenlose Dienstleistung innerhalb der Familie weg. Plötzlich müsste der Arbeitgeber ein höheres Gehalt bezahlen, um der berufstätigen Frau eine Tagesmutter finanzieren zu können. Daraus folgerte am Ende die politische, also die Massenmeinung, wir brauchen Krippen und Kinderplätze.
Das gab uns unsere Logik vor. Denn wir alleine als Arbeiter können unternehmerisch denken. Dabei gibt es heute wieder Vordenker, die zurück in die Vergangenheit wollen, die Frau an den Herd stellen und glauben, damit Wohlstand schaffen zu können. Doch gerade der schwindende Wohlstand der damaligen Zeit war der eigentliche Antrieb für die vorher beschriebene Veränderung, die wir heute wiederum als negativ empfinden. Genauso verhält es sich in der Pflege der alten Menschen. Hinter all dem hat sich ein riesiges kommerziell orientiertes Geschäftsmodell mit vielen Angestellten ist gleich Arbeitsplätzen entwickelt. Also Wohlstand, der heute wiederum durch den Mechanismus des Kapitalismus droht zu verschwinden. So sucht der Mensch, also dieses Individuum, das sich aus der Erfahrung seiner Summe ergibt, seit jeher keinen Ausweg aus dem Kapitalismus, sondern lediglich eine Refinanzierung seines schwindenden Wohlstandes auf Kosten der Allgemeinheit, mit der er sich selber nicht identifiziert, sondern sie als Gefahr ansieht, ohne zu erkennen, dass er selber, sich selbst, die Gefahr ist. Tatsächlich ist das, was der heutige Mensch als gefährliche Allgemeinheit ansieht, als Masse, die Weltvernunft, aus der sich die Logik des Einzelindividuums wiederum speist, das nach Lösungen sucht. So muss der Mensch sich tatsächlich selber überwinden. Und schon sind wir heute da, wo wir heute sind, im organisierten Chaos der A-Logik. Zurück zu den Strukturen, aus denen das heutige Chaos entstand, können wir nicht. Es würde ein noch größeres Chaos verursachen. Massenarbeitslosigkeit, Zusammenbruch der Industrie und der Geldbeschaffung für jedes Einzelindividuum. Das versteht sich von selbst. So entschließt sich der intelligente Mensch, der Aufgeklärte, seit Urgenerationen den angefangenen Bullshit weiter zu perfektionieren. Bis zu den Wurzeln des geordneten Chaos will keiner zurück. Es ergebe auch keinen Sinn, denn aus der heutigen Logik betrachtet würde der Mensch all seine Fehler noch einmal machen, weil lediglich die Fehler den Wohlstand verursachen. Dabei verweigert sich gerade dieser aufgeklärte Mensch der Tatsache, dass er nie sich selber treu blieb, sondern nur der Logik des Kommerzes und damit der Ausbeutung angeblich zum Wohle der Gemeinschaft, die unter der Prämisse Egoismus steht. Wer nun annimmt, er könne durch die Ausblendung des Egoismus die Welt verbessern, ist falsch gewickelt. Der Egoismus ist keine Ursache, sondern nur eine Wirkung der Weltvernunft. Also der heutige Überlebenssinn im Kapitalismus. Ich benutze das Wort Wirkung, weil es Auswirkung und Einwirkung beinhaltet, also Aktion und Reaktion. Ich benutze auch Egoismus als Überlebenssinn, weil hier ein Instinkt beschrieben ist, der nicht natürlich ist, aber trotzdem ein Sinn, von dem sich heute die Menschheit den Sinn des Lebens ableitet. Es ist also kein Wortspiel, sondern eine Aussage. Daraus hat sich heute in Wahrheit ein nicht existierendes Selbstbewusstsein des Menschen entwickelt, das uns unsere Logik vorgibt und nicht einmal erlaubt, die angewendete Logik kritisch mit Erkenntnis zu hinterfragen. Daher gilt nach wie vor der Satz: Der Mensch ist sich selbst im Wege. Dabei müssen wir zuerst ergründen, was das Selbst ist, und genau das müssen Sie aus dem Weg räumen.